Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin etwas müde, aber ich freue mich auch sehr auf dieses Video, denn ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man zum Beispiel Geburtstag hat, dann kann man die Nacht davor immer sehr schlecht schlafen. So ging es mir diese Nacht auch, denn wir holen heute ein neues Fahrzeug ab, was ich gekauft habe. Um was es sich handelt, seht ihr gleich, aber vorher zeige ich euch erstmal, mit welchem Kfz ich die letzten 4 Jahre rumgeguckt bin. Also viel Spaß beim Video und wir sehen uns heute mal ohne Intro nach einem etwas anderen Start. So, Freunde, wie ihr seht, wir sind an der Küste angekommen. Gleich geht's zum Händler, zu Surfervan, aber vorher möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar das Auto, was ich vorher hatte, Nissan Micra, fand ich gut. Das einzige Problem ist halt nur, dass ich da zu wenig Platz habe für mein ganzes Tauchequipment und die ganzen Metalldetektoren und so. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, ein neues Auto anzuschaffen. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Auto. Und ich denke mal, das ist wirklich die beste Wahl gewesen, die wir da getroffen haben. Aber zeige ich euch gleich, warum. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch schon mal. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sich in dem Alter so eine große Investition leisten kann. Dazu sei aber noch gesagt, dass ja, ich verdiene mit YouTube Geld, klar. Aber nicht so viel, dass ich das Auto einfach so kaufen kann direkt. Also ich habe mir ein paar Kredite genommen dafür, denke aber, durch eure Unterstützung bin ich nicht allzu lange verschuldet, was auch gut ist. Und ja, deswegen einfach nochmal danke an jeden einzelnen von euch, jeden einzelnen Abonnenten und ja, an alle, die die Videos gucken, auch keine Abonnenten sind. Freut mich einfach und die Unterstützung, die weiß ich sehr zu schätzen. Ansonsten wollte ich noch sagen, wir haben ab heute einen eigenen Merch-Shop. Könnt ihr ja gerne mal in der Beschreibung vorbeischauen. Da gibt es halt diesen Pulli, Gebrüder Lange und das Shirt. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die kennen dieses Shirt bereits. Und ich würde mich einfach mal freuen, wenn ihr da auch mal vorbeigucken würdet. Würde uns ebenfalls sehr unterstützen. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lange drum rum. Jetzt geht's ab zum Händler und ich bin aufgeregt. Ich habe das Auto in der Rohfassung gesehen, also ohne Fenster und so. Und ich bin gespannt, wie es jetzt umgebaut aussieht. Also lasst euch überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Und ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen gut und es fängt jetzt nicht doll an zu regnen. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen. Mein Bruder hat überhaupt keine Ahnung, dass ich mir ein Auto gekauft habe. Da werden wir ihn am Ende des Videos auf jeden Fall mit überraschen. Wir sind heute unter einem anderen Vorwand weggefahren. Und er hat wirklich absolut keine Ahnung, dass wir in der Stufe bereits im Autokauf sind. Und er weiß, dass wir uns eins holen wollten. Aber er weiß noch nicht, welches und wann. Und deswegen wird es ganz witzig am Ende, denke ich mal. Okay, also wir sind jetzt bei Surfervan angekommen. Und ja, das ist der gute Nils, der Geschäftsführer. Der wird uns jetzt mal rein begleiten. Ich bin gespannt. Ja, hier ist dein Herzblatt. Ja, das ist er. Und wie man sehen kann, er ist nicht ganz Serie, würde ich mal sagen. Sehr, sehr geil. Genau, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das ganze Auto so von drumherum und was da alles so dran ist. Wir sehen natürlich, was direkt auffällt. Oh, der sieht schon. Oh, der sieht schon krass aus. Also, wir haben hier einen Frontbügel dran, ne, mit Lämpchen nochmal extra. Also, von der Optik her hat es ziemlich coole Zwecke, wie ich finde. Und was wir natürlich auch haben, ist ein Unterfahrschutz. Das heißt, wir können im Gelände relativ gut unterwegs sein und das ist auch ein bisschen höher gelegt, ich glaube 35 mm, oder? Dass wir ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben, wenn wir im Wald unterwegs sind oder sowas. Und ja, wie man natürlich sehen kann, wir haben ein Aufstelldach. Das heißt, wir können im Auto schlafen. Also, da ist ein Bett drin. Theoretisch sind sogar 2 Betten drin. Wir können auch unten im Bett aufstellen. Also, ich zeige euch auch gleich nochmal, wie es innen drin aussieht, weil das ist kein normaler Transporter, sag ich mal so. So. Hier sieht man das gute Stück von der Seite. Wir sehen, er hat auch größere Räder drauf, größere Felgen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und wir haben halt ziemlich viel Bodenfreiheit, was natürlich auch ziemlich geil ist. Und hier ist auch noch eine Folierung drauf. Hier sieht man Surfervan.
Das sieht schon richtig cool aus. Das ist ganz schöner Farbkontrast, ne, mit den Latschen. Aber ey, das sieht richtig schick aus. So, hier sind wir hinten dran. Wir sehen, wir haben eine Heckdusche. Das ist sehr, sehr cool. Da kann ich zum Beispiel das Equipment abduschen oder selber auch duschen, theoretisch. Wir haben auch Wasserkanister an Bord natürlich, Trinkwasser und so, das zeige ich euch ja gleich nochmal. Genau, hier ist das Bett. Ach ja, stimmt, eine Anhängerkupplung haben wir natürlich auch. Die sieht ziemlich schick aus, wie ich finde. Aber es wäre natürlich auch geil, wenn man einfach immer so hier... Das wäre schon, jetzt schon irgendwie was, oder? Genau, ach ja, wir haben einen Heckauszug für meine ganzen Tauchkisten und so. Ich weiß noch nicht, wie der funktioniert. Werde ich mir dann in Ruhe angucken. Auf jeden Fall kann man das hier so rausziehen. Dann kann man da die Tauchkiste draufstellen mit dem ganzen Zeug und so. Wenn ich nicht aus dem Rücken heben muss oder sowas. So hochdrücken oder was? Ah, runter. Ja. Geil, geil, geil. Sehr, sehr schön. Sollte auch ein bisschen was aushalten, ne? Ja, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter rum. Ach, guck mal da oben drauf. Das ist endlich ein kleines Geburtsgeschenk, nachträgliches. Ach, danke schön. Das ist richtig geil, weil da kann man einen nassen Neoprenanzug kann man aufs Dach machen oder so. Da muss er nicht hinten drin. Ah, das ist cool, ey. Freue ich mich, dankeschön. Ja, da kann man auch den einen oder anderen Spaten wahrscheinlich so drauf lagern oder so. Ziemlich cool. Freue ich mich wirklich. Genau, Solar ist nämlich auch im Dach. Zeigen wir euch gleich nochmal. Wir haben eine Solaranlage, das heißt, wir haben auch Strom im Auto und ich kann in dem Auto erstens schlafen, zweitens meine Videos schneiden, die ich aufgenommen habe und ja, autark auch ein paar Tage irgendwo stehen. Das ist so der Grundgedanke gewesen bei diesem Kauf hier. Und ich denke mal, das ist das perfekte Auto dafür. Da haben wir auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ah, ich sehe schon. Genau. Dann kommen wir mal zum Innenraum. Ist wie eine kleine Wohnungstour hier, ne? Ja, wir sehen, wir haben hier eine richtige Küche drin mit einem Gaskocher, beziehungsweise mit einem Kocher, mit einer Kartusche hier. Das heißt, wir können kochen da drin. Dann haben wir hier ein Waschbecken mit fließendem Wasser. Wir haben einen schönen Tisch, da lässt sich ganz gut dran arbeiten. Ich werde dann wahrscheinlich immer hier sitzen und die Videos schneiden. Wenn schönes Wetter ist, macht man das Ding hier oben auf. Schön außenrum alles offen. Ah ja, stimmt, wir haben einen Kühlschrank drin, ne? Genügend Stauraum haben wir auch. Und ja, wir haben eine Standheizung drin. Alles, was das Herz begehrt. Die beiden Sitze vorne kann man drehen. Das ist ja, purer Luxus, kann ich nur sagen. Ah, das ist krass, das ist jetzt alles so mal im ganzen Großen zu sehen. Ich bin happy. Ich bin sehr happy. Und Komfortbett da oben ist halt tatsächlich auch echt der Platz, wo ich am liebsten penne. Das wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen. Das glaube ich auch, ja. Für so eine vollgeräumte Bude mit Büro unten ist ja, bleibt ja quasi ein Schlafzimmer oben auf dem Dach. Und wenn man irgendwie gutes Wetter hat, irgendwie einen coolen Spot, wo man steht und außen aufmacht und guckt, das ist schon... Ah. Freue ich mich sehr. Ja, wollen wir mal einmal hochgehen und von oben gucken? Also wie man sehen kann, wir haben dort oben, wie schon gesagt, das Transportnetz. Da können wir irgendwas drauf befestigen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wir haben auch links oben die Sandboards drauf. Ich freue mich, das habe ich auch nicht gewusst. Das ist eine kleine Überraschung hier gewesen an der Stelle. Genauso wie das Transportnetz an sich. Und ja, dann sieht man vorne links die Solarzellen. Das ist, glaube ich, eine 180 Watt Anlage oder 160. Genau, wir haben also zwei Batterien drin. Die Solaranlage lässt uns ein paar Tage autark irgendwo stehen. Der Kühlschrank braucht Strom, Standheizung braucht Strom. Und mit einer Solaranlage ist man da ganz gut dabei, würde ich sagen. Sehr schön, ey, das sieht so krass aus. Und wir haben hinten links, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, wir haben Airline-Schienen dran bekommen. Da können wir auch nochmal irgendwas festmachen, zum Beispiel einen Spaten oder so. Eigentlich dachte ich, dass da vielleicht die Sandboards dran kommen, aber die machen sich da oben schon auch echt gut, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Ach so, was ich noch gar nicht gesagt habe, natürlich Allradantrieb hier, man sieht es vor Motion, damit man auch wirklich geländegängig ist und nicht nur so halb, ne? Und vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick unter das Auto, weil das macht, glaube ich, das hier der Paket ist interessant. Ich denke mal, ihr habt es ganz gut gesehen, dass man, was haben wir unten? Ich glaube 5 mm Alu, 6 mm Alu. Mit der Bodenfreiheit und so. Das sieht ganz gut, kann man es ganz gut krachen. Das glaube ich auch. Und Sicherheit geht immer vor, vor allem unterm Auto, wenn man es nicht mitkriegt und sich da irgendwas aufreißt, sonst das wäre nicht so geil, glaube ich. Deswegen Unterfahrschutz war auf jeden Fall eine gute Investition an der Stelle, denke ich mal. Ne? Da sind ja auch ganz viele nützliche Sachen so irgendwie gemacht worden. Zum Beispiel die Felge ist so gemacht, dass du wirklich mit dem Hochdruckreiniger alle Reste wegbekommst. Ja. Ne? Und sonst, wenn da so eine Lehmschicht sich aufbaut, dann fühlt sich das halt an, als wäre das Auto kaputt oder alles vibriert und so weiter. Ja. Ne? Und so all diese nützlichen Sachen, die so Offroad-Gear auch wirklich ausmachen. Ne? Gerade wenn man solche Felgen hat, muss man auch weiterführen. Ja. Ich bin noch nie im Gelände gefahren, außer mit meinem Nissan Micra. Und
Oh, es ist sportlich, würde ich mal behaupten. So, da kommen wir auch nicht so weit. Alles in allem ist ein DSG T6.1 ziemlich gutmütig so zu fahren. ESP ist permanent und das DSG regelt runter. Ne? Das kann man mögen oder nicht, aber eigentlich ist es sehr, sehr angenehm. Und im Offroad-Park oder im Gelände kommt man einfach immer hinterher. Also es kann einem kaum einer wegfahren. Ja. Und das ist schon cool mit so einem großen Bus, ne? Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Das Warten hat sich gelohnt. Dankeschön nochmal an der Stelle. Wirklich richtig schönes Teil geworden. Sehr gerne. Freue mich sehr. So, ich habe jetzt eine ausführliche Einweisung bekommen in dieses wundervolle Kfz und wir fahren jetzt die erste Fahrt damit zum Strand, um das zu drehen, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nochmal. Ich freue mich auf die erste Fahrt, mal gucken, wie es so geht. Komm mal raus. Ja. So. Alter, wie hoch das ist im Vergleich zu dem. Boah, ey, was für ein Schiff. Boah, ich würde es gerne von außen sehen, das Auto. Ich würde es lieber von außen sehen als von innen gerade. Und wie fährt sich's? Fährt sich gut. Fährt sich wie ein Kleinwagen quasi. Aber erstmal schön einfahren, ne? Man will es ja nicht übertreiben. Aber DSG ist schon, macht schon Spaß. Ne? Ja, fährt sich geil, muss ich sagen. Also man sitzt wirklich richtig hoch. Ich fühle mich wie in einem LKW quasi. Aber man hat halt die totale Übersicht, ne? Und es fährt sich jetzt aber trotzdem wie ein etwas kleineres Auto. Und die Blume hier ist auch schick, oder? Cool. Achso, an der Stelle übrigens, ungefähr 500 Leute von euch haben unseren Gebrüder Lange Reisen Kanal auf Instagram schon entdeckt. Da waren auch noch gar keine Bilder, nichts, aber es war so ein... Naja, wie so eine kleine Ankündigung, was hier eventuell jetzt, ne, gerade gekommen ist an einer Investition. Und ja, ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns da auf Instagram zu folgen. Da werden auf jeden Fall eigentlich die meisten Bilder mit diesem Auto hier kommen. Vielleicht auch so ein bisschen hinter den Kulissen, wie man in so einem Teil hier wohnt. Weil, ne, Vanlife, wir wollen halt in dem Teil auch wirklich längerfristig leben. So, das ist der Plan. Und ja, falls ihr einfach so ein paar Bilder hinter den Kulissen haben wollt, so ein paar Stories oder so, dann guckt gerne mal da auf Instagram vorbei. Da wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen was kommen in nächster Zeit, kann ich schon mal verraten. Also Freunde, es scheint so, als hätten wir doch ein bisschen Glück. Also bis eben hat es wirklich komplett geregnet. Wir sind jetzt gleich an dem Strandabschnitt, wo wir so ein bisschen Carporn drehen wollen. Ich hoffe einfach, das Wetter bleibt jetzt so, damit wir ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen. Ui. Ach, da war... Ja, mal gucken. Aber sieht auch ganz gut aus. Und es, ey, ich muss wirklich sagen, das Ding fährt sich richtig, richtig gut. Ich bin einfach richtig happy. So Freunde, das war's erstmal mit der Aktion hier am Strand. Ich hoffe, das kleine Video hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Dankeschön geht nochmal raus an Surfervan auf jeden Fall. Ich werde hier wahrscheinlich Werbung einblenden, aber es ist kein bezahltes Placement oder sowas. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, ich habe mich hier gerade schon fast im Sand festgefahren. Das ging gerade nochmal glimpflich aus zum Glück. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich nochmal, wenn ich meinen Bruder überrasche. Also bis gleich. So, wir haben jetzt mehrere Stunden Autofahrt hinter uns. Es ist schon langsam dunkel. Wir standen ein bisschen im Stau und so, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber wir werden jetzt meinen Bruder überraschen. Wir haben ihn mit einem Vorwand zum Parkplatz eines Supermarkts zitiert. Und ja, da werde ich jetzt meine Freundin mit der Kamera hinschicken. Dann wird sie schön draufhalten auf den Nils. Und dann werde ich mit dem Auto vorgefahren kommen und mal gucken, wie er reagiert. Ich bin gespannt, ich freue mich einfach. Und ja, mal sehen, ob das Ganze klappt oder ob er überhaupt nicht beeindruckt ist. Ich bin gespannt. Hey, du verarschst mich nicht jetzt, oder? Nee. Ich hasse dich so sehr, ne? Ich hasse dich so sehr, das kann nicht sein. Guck mal, ich hab ein neues Spielzeug. Ey, und ich... Nee, du... Nee. Oh, ich hasse dich so sehr. Die hat uns erzählt, dass Papa hier hingeschleppt wird jetzt mit dem Auto. Ach, oh, nicht schlecht davor. Nicht schlecht davor. Und dann sehe ich den ja da schon fahren. Ich hab mir gedacht, irgendein großes Auto muss ja, ja Papa abschleppen können. Den, oh, nein. Alter, ist das Ding fett. Ja, ja, ist ein bisschen größer geworden. Alter, ja. Ist das Ding fett. Boah. Wie kann denn? Und als der hier rumkam, ne, dachte ich sofort, das ist doch nicht meins, oder?
Alter, willst du mich jetzt als Kanonenkönig sein, ey? Ich zitter voll gerade, ne? Ja, ich aber auch ein bisschen. Na, war doch eine gelungene Überraschung, würde ich sagen. Das gibt's ja gar nicht da. Mein Bruder, ey, der macht mich fertig für den Abend. Cool, hat doch geklappt. Ey, wir haben das so lange vor ihm geheim gehalten, ja, über Ostern mit der ganzen Familie. Die ganze Familie durfte nicht drüber reden. So lange alle schon ist das Thema, ja. Ey. Boah. Das war echt nicht leicht, das geheim zu halten, aber das war es irgendwie wert, muss ich sagen. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich muss an alle von euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Ohne euch wäre mir dieser Traum wirklich nie in Erfüllung gegangen wahrscheinlich. Und ja, Dankeschön an jeden von euch. Dann nochmal zu unserem Shop. Der ist ab sofort eröffnet. Ihr könnt dort gerne was bestellen, würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Es gibt T-Shirts, Hoodies, es gibt aber auch Restaurationsset und was zum Münzen sauber machen, falls ihr selber Sondler seid. Und ja, da werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen kommen. Ihr könnt euch freuen. Schaut gerne mal vorbei, was schon drin ist. Und ja, schaut gerne bei unserem neuen Instagram-Kanal vorbei. Gebrüder Lange Reisen heißt der. Wir werden auch einen YouTube-Kanal machen, der heißt Lange Reisen, logischerweise. Und da werden wir, denke ich mal, nochmal ein ausführliches Video über das schöne Kfz machen. So wie man, also wie das Bett oben aufgebaut ist und die Küche und sowas. Also falls euch das interessiert und falls euch Vanlife generell interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. So, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, die Carpowns waren einigermaßen angemessen. Wir sind nicht JP Performance, wir haben unser Bestes gegeben. Aber ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Da wird wieder gesondelt. Mit dem Teil kann ich auf jeden Fall überall sondeln gehen. Wir machen auch eine Europa-Tour mit dem Metalldetektor. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.